Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay-Video. Heute gibt es den Indie-Titel Orcana Conflict. Es ist ein Echtzeit-Strategietitel in VR und ja, Command & Conquer-Feeling vielleicht, wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein Titel, wo nur eine Person hobbymäßig dran arbeitet. Also es ist kein Mega-Studio, was dahinter sitzt. Es ist das kleine Entwicklerstudio Rock AK Games und ja, der hat auch schon das Puzzlespiel Complex gemacht, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Wer es nicht gesehen hat, werde ich definitiv oben mal verlinken, in die Beschreibung packen. Und ja, es ist immer noch in der Entwicklung, das heißt, es können immer noch Verbesserungen gemacht werden. Und falls ihr nach dem Gameplay Ideen habt, was eventuell verwirklicht werden soll, was er besser machen kann, schreibt es einfach in die Kommentare. Der wird sich mit Sicherheit freuen und wird mit Sicherheit auch euer Feedback benötigen. Ich werde auf jeden Fall auch mein Feedback ihm geben. Und ja, mal schauen, was er davon alles umsetzen kann. Er ist natürlich begrenzt in seinen Möglichkeiten, denn alleine ohne auch großes finanzielles Feedback kann man dann natürlich nicht alles umsetzen. Aber er versucht, Kleinigkeiten definitiv mit ins Spiel zu integrieren und ja, gibt ihnen eine Chance. Der Titel wird erstmal nur für die Oculus Rift erscheinen, Rift S. Und eventuell, wenn es gut ankommt, anläuft, wird es vielleicht noch eine Steam-Portierung geben, wer weiß. Und welche Brillen dann unterstützt werden, muss man mal schauen. Erstmal ist nur angedacht, dass der Oculus Shop dieses Game veröffentlicht. Und ja, das Weitere müssen wir mal sehen. Wann es veröffentlicht werden kann, ist auch noch nicht ganz klar. Aber hier kann ich euch das erste Gameplay-Material mal davon zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay. Ist ein relativ langes Gameplay geworden. Und danach gehen wir definitiv mal ins kleine Review. Und ja, da werde ich meine Eindrücke mal schildern. Also, viel Spaß. So Leute, willkommen bei Orcana Conflict. Und schauen wir uns mal ganz kurz um. Sieht das schon mal nicht schlecht aus. Hier haben wir BB-8. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt noch eine ganz, ganz frühe Version. Deshalb geht momentan nur New Game. Das werden wir jetzt auch machen. Und dann schauen wir mal in das Spiel rein. So, Mission 1 können wir hier auswählen. Das werden wir jetzt auch machen. Auf Deutsch können wir schalten. Ich bin General Howard und ich habe Ihre erste Mission für Sie hier. The enemy was sighted in the north and east. According to information, he stole plans from our new sonic tank, which we cannot allow. Commander, secure the base, repair the defense towers first, build a barracks and then attack the enemy, and get our plans back. Good luck. Okay, wir müssen Schaltpläne wieder besorgen, oder Baupläne. Und dann müssen wir Verteidigungstürme reparieren. Und wir müssen eine Kaserne bauen, um genug Truppen zu bauen, um die ganzen Leute da zu erledigen. Aber probieren wir das einfach mal. So, wir können jetzt einmal hier wirklich rumlaufen. Und dann können wir uns aber auch von oben alles genau anschauen. Und können über die Map schweben. Können es auch jederzeit runterlassen. Ist auch ganz cool gemacht. So, jetzt werden wir aber erstmal die Verteidigungstürme reparieren. Das sind die hier. So, und die haben an der Seite, wie ihr seht hier, Weapon Off. Die haben an der Seite hier so einen kleinen Schaltkasten. Und da können wir dann hier jetzt die Sicherung einsetzen. Und schon geht er wieder online. So, das machen wir jetzt bei den ganzen Türmen mal. Ah, okay, jetzt hat er hier schon automatisch. Das sind hier unsere Truppen. So, zu den nächsten Türmen. Schweben. Hier haben wir noch so ein Baumenü. Da müssen wir aber erst das Gebäude anklicken und dann können wir was bauen. Das können wir uns größer oder kleiner machen.
Hier haben wir unsere Ressourcen. Und die können wir immer wieder einsammeln mit, ja, mit so Wagen, die man auch schon ungefähr von C&C kennt. Die sammeln dann die Ressourcen ein. So, die sind jetzt schon mal online. Incoming transmission. Well, Commander, all turrets are online. Now we are ready. Oh, if you talk about the devil, look there, they're coming. Okay, dann schauen wir mal, von wo irgendwas kommt. Scheint jetzt noch nichts zu kommen. Da, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Noch können wir nicht rumballern, das soll ab Mission 4 wohl möglich sein. Und angreifen. Also wir können uns das von unten angucken, das Ganze. Oder wir gehen nach oben in die Vogelperspektive. Können die von hier aus auch befehlen, wer wen angreifen soll. So, haben wir das schon mal erledigt. Haben wir hier unsere Mission, also das haben wir gemacht. Jetzt sollen wir Baracken bauen. Ich glaube, das ging hier. Okay, hier können wir jetzt genau diese Drohnen, die hier einsammeln. Und denen können wir auch wiederum Befehle geben. Okay, die machen das schon. Okay, das machen wir am besten von oben. Also das abbauen und der soll das abbauen. Yes, Commander. So, dann können wir auch noch einbauen. So können wir schneller die Ressourcen einsammeln. Also. Der kann das einsammeln hier. Und schon. Gehen wir schon mal einen Schritt weiter. So, jetzt können wir hier aber auch noch unsere Baracken bauen. Barack Soldiers and Ground Units. Und die können wir jetzt hier auch irgendwo platzieren. Machen wir mal hier neben. So. Well done. Commander, now build units to defend this base and attack the enemy. Was war das hier? Ich hätte gerne mal gesehen, was das ist. Haus, Adds 4. Ah, okay. Wir haben eine Population von 4-5 und mit so einem Haus hier, wenn das fertig gebaut ist, können wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Also die sind ganz wichtig, desto mehr Leute können wir auch einsetzen. Und jetzt können wir hier unsere Einheiten bauen. Das sind die Baracken. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Und jetzt können wir mal ganz kurz uns den Feind anschauen. Und hier sehen wir schon einzelne Feinde. Guck mal hier. Hier sind auch Fahrzeuge, die wir noch nicht haben. Die schalten wir erst noch frei. Und ich glaube, das ist die Kiste, die die bewachen. Und da müssen wir hin, das sind die Schaltpläne. Das sieht auch sehr cool aus hier. Schon nicht schlecht gemacht. Wenn man bedenkt, das hat eine Person hier nur programmiert, ne? Der soll weiterhin abholzen. Noch das kommt, der soll dann abholzen und dann schauen wir mal, was wir hier schon alles haben. Okay, Commander. Können wir eventuell noch ein Haus bauen? Nee. Okay, können wir momentan nicht. Dann müssen wir uns diese Einheiten hier auch noch schnappen.
What can I do? Okay, wir haben momentan von der Ressource nichts. Weiß ich auch, warum wir nichts mehr bauen können. Was ist das für eine Ressource? Hier, nee, ne? Könnte die sein, ne? Heißt, wir befehlen den auch mal hier noch mit anzugreifen oder abzuernten, eher gesagt. Und dann wird das schon. Ach, ich drücke mal auf den falschen Knopf. So, dann können wir uns schon mal auf den Weg machen. Schauen wir mal, was wir mit der Truppe hier ausrichten können. That will be fun. My rocket sweeps them away. Wird ja alles niedergemäht hier. I blow everything up for you. Solange die einzeln kommen, geht's ja eigentlich, ne? So, jetzt kommen die Fahrzeuge. Sollten wir als erstes mal ausschalten. Komm, 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 komm. Okay, erstes Fahrzeug down. Gucken, dass sie nicht so viel nachbauen. I blow everything up. Look there. The box with the plans. Free the area from the enemy, then destroy the force field and get the plans in commander ground mode. Wir müssen erstmal ran, dann können wir nochmal in Ground Mode gehen. Oh, jetzt wird's hart. Wir sollten erstmal ein bisschen Rückzug. Lauf! Understood, Anchor. That will be fun. Understood, Anchor. So, jetzt gehen wir mal zu unseren Türmen und locken die mal ein bisschen. I blow everything up for you. Jawohl! So, dann können wir eventuell noch mal was bauen. So. Wenn die jetzt gebaut sind, dann ziehen wir noch mal los. Also mit diesen hoch, runter und über die Karte fliegen, das geht wirklich nur in die Position zeigen und dann die, die Grip-Taste. Und dann haben wir halt das Snap-Turn noch dabei. Geht eigentlich ganz gut von der Hand. Wollte ich mal ganz kurz noch mal schauen, da konnte man ja auch. Da waren ja so so eine Art Heiler, ne? What can I do?
Healer, Heals Unit. Ja, ist doch gut. Dann bauen wir davon zwei und nehmen die mit. Healing is my passion. Dann sorgt dafür, dass unsere Truppen ganz bleiben. Okay. Jetzt greifen wir an. Der Sieg ist nahe. Ich muss gucken, ob wir uns alle hier auch markieren wirklich. I blow everything up for you. Oh, die haben schon. Haben die wieder nachgebaut? Das ist egal, sollte kein Problem sein. Lassen wir sie mal kommen. Mal gucken, ob wir den jetzt hier reparieren können oder heilen können. Tut sich da was? Ja, okay. Ist ja schon mal was. So. Den noch kaputt und dann sollten wir kein Problem mehr haben mit den anderen hier. I blow everything up for you. Den noch. Na, guck mal. Der wollte weglaufen, aber sah schlecht aus für ihn. I blow everything up for you. I blow everything up for you. I blow everything up for you. I blow everything up. I blow everything up for you. Oh, da haben wir noch ein paar. I blow everything up for you. I blow everything up for you. Oh, produzieren jetzt immer weiter, oder? I blow everything up for you. Da ist noch einer, aber egal. Wir versuchen jetzt mal das Schutzschild da kaputt zu machen. So. Ich geh mal runter. Schießt, Leute! Das ist schon mal von Vorteil, ne? Was haben wir jetzt hier? Transportbox, Alpha 001, locked, press button. Ah, okay, müssen wir gedrückt halten. Wir dekodieren. Wir haben unseren Plan. Thank you, Commander. Yes! Now the area is ours. Go back to the base. Get ready for the next mission. We absolutely camp need in the northeast. A genetically modified creature was spotted there. The camp is protected by a heavy metal fence. Your inventory bank was equipped with a powerful explosive device. So you know what to do. Furthermore, please clean this forest in the east from the orc and examine the strange statue there. All the best, Commander. Okay. Aber mehrere Aufgaben. Jetzt haben wir hier unsere Truppen. Schauen wir uns mal an. Okay, hier ist Ork. Ah, und das ist die komische Statue, die wir untersuchen sollen. Und das ist das mit dem Elektrozaun. Schauen wir uns hier mal von dem Namen an.
Okay. Gut. Den sprengen wir aber noch nicht. Ich will vorher erstmal hier alles klar machen und danach können wir den sprengen. Aber das können wir jetzt schon mal untersuchen, oder? Wow. Okay. I will kill all of them. Was passiert jetzt hier? Okay. Was this? I think you have met the god of Orkata. Now we understand who created these genetic orcs. A real god helps the enemy. Better leave the temple. Who knows what else will happen? Okay. Ist der online, der Waffenturm hier? Schon schlecht, wenn wir den schon mal aktiv haben, oder? Wenn da was kommen sollte, haben wir die schon mal auf Abstand. So, sind die alle jetzt wieder außer Betrieb? Okay. Ah, okay, die müssen immer wieder nachgebaut werden, scheinbar. So, wo haben wir hier unseren Dings? Müssen wir hier wieder unsere Kollegen bauen, die ernten können. So, einen können wir doch noch bauen. Der kann dann von mir aus... Warte, der macht Holz. Loud and clear. Okay, dann können wir erstmal versuchen, noch eine Baracke zu bauen. Warte, das könnte der doch übernehmen hier. Was haben wir hier? Vehicle Factory. Ja, cool. Aber... Wir machen jetzt einmal hier... So ein Teil. Ein Haus quasi. Building complete. So, wenn der das fertig hat, dann können wir noch mal eine Baracke. Und dann schauen wir mal, ob wir so eine Waffenfabrik direkt bauen können. Und danach müssen wir mal wieder sammeln, ne? Wenn er jetzt fertig damit ist. Building complete. So. Free the forest from the orcs. Okay.
dann fahren wir schon mal mit allem, was wir haben. Okay, Commander. Schon mal dahin. So, wo war die? Awaiting your task. Genau. Wir müssten noch ein Haus haben, ne? Building complete. Okay, wir können schon mal 13 bauen, ist das schon mal gar nicht schlecht. Machen wir uns noch ein Haus. So. Von hier können wir eh nicht angegriffen werden, ist schon mal gut. Das kann man 17. Mann bauen. My rockets sweep them away. What can I do? So, das muss mehr abgebaut werden. Das fehlt uns echt und das andere auch. Das hier. Macht das einer von denen? Und dann könnte man noch gucken, ob man noch so einen baut, oder? Desto schneller sind wir hier mit den Ressourcen. Okay. Ja, du kannst mal das Feld hier abgrasen. Du machst das. So, dann schauen wir mal. Zwei sollten das machen und zwei am besten das. Genau, okay. That will be fun. Yes, Commander. Fahrzeug. Bauen wir auch mal. Zwei Stück. Gucken wir uns das mal an, das Ganze hier. Sind schon ein bisschen größer, ne? Nicht verkehrt. So, Angriff. Certainly. What's the plan? Taste my steel! My rockets sweep them away. Am Markieren ist noch so ein bisschen, manchmal hat man alle, manchmal aber nicht. That will be fun. Aber eigentlich geht's ganz gut. I blow everything up for you. No problem. Taste my steel. Understood and go. Ich würde sagen, wir haben Roger, Commander. What's the plan? Roger. Roger. No problem. Roger. Taste my steel. Wir bilden mal zwei Teams hier. Taste my steel. No problem. What's the plan? Roger. You want something? What's the plan? So. Plan ist, dass ihr jetzt da angreift. I blow everything up for you. Und ihr da. I blow everything up for you. I blow everything up for you. Roger. Oh, I blow everything up for you. Und da.
blow everything up. Incoming transmission. Damn good, Commander. Now some are done. Every single orc who is not longer breathing is a blessing for us. On my way. Taste my steel. So. Jetzt wird's kaputt gemacht hier. Commander, look, there is the main camp. Fight your way through to the end of the base and send a unit to the marked arrow. I blow everything up for you. I blow everything up for you. I blow everything up for you. Na komm. I blow everything up for you. I blow everything up for you. I blow everything up for you. So, wenn wir jetzt haben. I blow everything up for you. Er stört ein bisschen. I blow everything up for you. Oh, Fahrzeuge gegen Fahrzeuge. I blow everything up for you. Haben wir doch noch was. On my way. I blow everything up for you. Es sieht nicht so aus, dass sie irgendeine Chance gegen uns hätten. I blow everything up for you. I blow everything up for you. Nicht mehr die Stärksten, aber ich glaube, wir haben auch nicht mehr viel, ne? Was wir jetzt hier bekämpfen müssen. Wow! Okay. Oh Leute, guckt, dass ihr wegkommt! Kann ich hier drauf? Nee, schade. Komm. Lass noch mal rauskommen. Thank you, Commander. You have defeated this ugly creature. Now Sector 2 is ours. Okay, Commander, the time is short. Our scouts report that the enemy is developing a gigantic DNA sequencing machine. He can use it to create new monsters that are stronger and faster than all previous ones. We absolutely have to destroy this machine. However, a force field protects the base. In the inventory you will find an access card with which you can overload the enemy's energy supply, which is located at the lake.
Then you can enter the area and attack the enemy machine. But the machine also has a strong defense itself. So take enough units with you and be careful of the land animals in this area. Good luck. Okay. Nehmen wir natürlich an. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. So, jetzt schauen wir mal, was uns hier zur Verfügung steht. Okay, wir haben schon mal ein paar Fahrzeuge, ein paar Landtruppen, Geschütztürme. Die sind auch neu scheinbar. Gucken wir uns die mal an. Okay. Ich hoffe, die funktionieren auch. Okay. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und die Map gefällt mir auch. Cool gemacht. Ja, dann versuchen wir mal unser Bestes zu tun, oder? Ah, das, was wir eventuell nochmal reparieren können. Wenn offline ist, ja. So. Der Turm schon mal online. Oh, da ist auch nochmal was. Okay. Den müssen wir kaputt machen, bestimmt, um hier das Kraftzelt zu deaktivieren. Aber auch nochmal gut geschützt. Ja, da werden wir uns ein paar Truppen aufbauen müssen. Also uns gar nichts anderes übrig. Hier haben wir nochmal ein paar Tiere. Und die versuchen wir jetzt erstmal kaputt zu machen. Damit unsere Bewohner nicht angegriffen werden. So. Wir bauen mal genügend Einheiten zum Sammeln. So, gehen wir mal hin. Sollte ja eigentlich für die Fahrzeuge kein Problem sein. Ein paar Tiere. Roger. What's the plan? Da haben wir nämlich hier auch genug zum Ernten. What's the plan? Komm ein bisschen rein. Dann den noch. Dann sollten wir es eigentlich haben, oder? Da ist noch einer. Okay. Dann mal zurück nach da. Okay, well done, Commander. Dangerous little beasts. Better take care. Now you can mine the resources here. Confirm. Certainly. Loud and clear. Ja, komm, der kann mit. Eigentlich egal. Bauen wir uns nochmal hier ein. Der wird da hinten gebraucht. Kann ich das schon anklicken? Jawohl. Okay. Mit denen könnten wir jetzt auch mal was bauen, ne? Was ist das? Haus. Sieht auf jeden Fall so aus. Will ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal... Ach, warum? Vehicle Factory House. So, da brauchen wir erstmal ein paar Häuser. Building complete. Nützt uns sonst gar nichts. So, danach können wir eine Baracke bauen. Building complete. Building complete. Okay, was kann er jetzt noch bauen? Noch ein Haus wäre doch gut. Dann können wir schon mal 17 Einheiten bauen. Okay, der erntet da schön ab. Building complete. Eine Vehicle Factory.
Building complete. Was kann das Krankenhaus denn? Heal Station. Resources 200. Okay. Lassen wir erstmal. Ich würde sagen, jetzt bauen wir erstmal. Yes, Commander. So, natürlich auch. Sonic Tank, Light Tank. Schauen wir uns den mal an. Und du kannst auch mal da hinten ernten gehen. I'm here, Commander. Okay, ist das schon mal. Awaiting your task. Okay, wir haben nichts mehr. Wir müssen schnell abernten hier, die Leute. Understood and go. Okay, Commander. Come, let's do this. Commander. Haben wir denn noch ein Haus? Ne, können wir auch momentan nicht. Okay. Geht momentan auch nicht. Okay. Wood haben wir aber eigentlich genug. Ich würde sagen, der fährt auch mal nach da. Okay, weiter geht's. On my way. What can I do? I build this. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, weil wir zu viele Einheiten gebaut haben. Okay, die sind da hinten fleißig. Ist noch irgendwo ein, der jetzt hier rumsteht? Nee, okay. Okay, der macht das Blaue da. What can I do? Okay, wir brauchen noch 70. Wir müssen nur eine Tour machen. Eine auch noch mal dahin. Ein bisschen schneller fertig werden hier. Man könnte schon mal anfangen, ein bisschen einzunehmen, oder? Okay, die haben wir schon mal. Also ab nach oben. I blow everything up for you. Schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch weiter bauen können. Awaiting your task. Ja, Krieg kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ein Sonic noch. Ein normaler wäre nicht schlecht, ob wir die noch zusätzlich haben. Okay, die machen fleißig ihre Touren. Na, ernten dauert echt lange irgendwie. I build this. Noch nochmal zwei Einheiten. Und dann können wir nochmal loslegen. Kraftfeld abschalten.
What can I do? Und liefern wieder, das ist gut. On my way. Awaiting your Und das Ding baut noch fleißig. Okay. So. Jetzt haben wir genug. Hoffe ich. Taste my steel. Kann ich da irgendwas machen? Komm. Wir gehen mal runter, schauen uns das Ganze mal an. Connect. Muss ich jetzt aufstehen? Boom! Komm! Yes! Incoming transmission. Awesome, Commander. Now the force field can be attacked. Hurry up and destroy it. I think we will kill. Everything up for you. I blow everything up for you. Okay, gleich kollabiert es. I blow everything up Und rein. For you. Okay, die Monster schon mal kaputt. Commander, you see the machine. Only attack with enough units, otherwise we lose. The machine has a very strong defense. And keep moving your units. Lass mal die Einheiten hier kaputt machen. Und dann können wir nochmal Einheiten bauen. Oh, der hat uns den schweren Tank kaputt gemacht. So, hat uns natürlich viel gekostet. So, den sollen wir nochmal kaputt machen. So, hier müssen wir irgendwas machen. What's the plan? Copy that. Okay, Commander. Okay, mal gucken, What can I do? Was wir bauen können. Ich glaube, mit den Panzern kommen wir momentan weiter. I'm ready to go. Your orders, sir? Und schauen wir mal hier. Oh, das ist echt bitter, dass man immer hier zu wenig hat. Aber sollte jetzt eigentlich von der Manpower ausreichen. Können wir eventuell, wenn die jetzt nochmal abliefern, schauen wir mal, was uns das bringt. Wenn wir jetzt noch einen bauen können, bauen wir noch einen. 40 wird knapp.
Ne, reicht nicht aus, 55. Da kommt jetzt noch einer und dann können wir noch einen Light Tank bauen. So. What can I do? Okay, notfalls müssen wir halt nachbauen. What's the plan? Da kommt nichts mehr. Gut. Copy that. Okay, Commander. Da sehen wir, dass irgendeine Kreatur. Komm, wir gehen mal näher ran. Schauen wir mal. Okay, der sieht hässlich aus. Keine Ahnung, was hier passiert. Cool, so ein bisschen Star Trek-Feeling mit den Knöpfen. Okay, wir werden jetzt erstmal versuchen, diesen Turm da zu zerstören. Mit unseren Truppen. Angriff. Weil Angriff die beste Verteidigung ist. Was jetzt passiert. Das ist böse, das Ding ist böse. Wir haben es aber geschafft. Yes, wonderful, Commander. Now the enemy has finally got scared. Who knows what would have been done with this devilish machine. Now come back to the base and finish the mission here. We urgently need to go to the next area. So, das war's mit dem Gameplay. War relativ lang, muss ich sagen, aber ich wollte es gar nicht abkürzen. Dann seht ihr mal, wie viel Spielzeit da ungefähr dahinter steckt bei 3 Missionen, die wir jetzt haben. Es sollen, glaube ich, noch insgesamt 6 Missionen sollen es werden. Erstmal und ja. Von der Spielzeit her war es in Ordnung und ja, meine Eindrücke, mein kleines Review, was ich jetzt abgebe, beruht natürlich darauf, dass ich auch berücksichtige, dass es eine einzelne Person komplett alleine programmiert und das hobbymäßig macht, auch nicht zur Vollzeit und ja, da müssen wir so ein bisschen auch Rücksicht darauf nehmen. Ich finde es schon echt gut gelungen für so einen frühen Titel und das, was man spielen kann, macht bisher ganz Spaß. Also ist ganz spaßig, muss ich sagen. Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen zu leicht, muss ich sagen. Eventuell kommen da noch mehrere Schwierigkeitsgrade rein. Muss man mal schauen. Also das ist jetzt ja, mein erster kleiner Kritikpunkt. Ansonsten würde ich gerne über die Map fliegen mit Thumbstick. Und ja, es werden, glaube ich, beide Thumbsticks benutzt für Snapturn. Ich würde sagen, den linken benutzt man fürs Schweben über die Map. Und die Richtung kann man ja weiterhin, oben unten kann man ja weiterhin über die, ja, die Richtung, wo man hinzeigt, machen. Aber hier links, rechts, oben, unten würde ich schon gerne über das Dings machen und nicht über nur zeigen. Aber das kann man eventuell noch ändern. Und dann muss man natürlich auch berücksichtigen, Links- und Rechtshänder-Modus natürlich, dass man Snapturn dann wechselt und die Bewegung. Dann würde ich mir wünschen, dass man wirklich auch mitballern kann, ist aber auch angedacht, habe ich schon mit dem Adam, der Programmierer, ja, besprochen. Also da soll definitiv was kommen. Er muss natürlich noch momentan schauen, wie setzt man das am besten um. Und ja, also wenn schon Echtzeitstrategie-Game, dann will ich auch wirklich ja, meine Truppen befehlen, aber dann will ich auch wirklich selber irgendwie mitspielen, mitzocken. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Es gab, glaube ich, schon Spiele, da konnte man irgendwelche Helden auswählen. Die hatten dann alle spezielle Fähigkeiten, in die man dann reinschlüpfen konnte und so weiter. Sowas wäre eine Möglichkeit, ne? Extra irgendwie eine starke Waffe, starker Raketenwerfer, starkes Snipergewehr, wer weiß was. Aber dass man halt wirklich dann auch ja, mitzocken kann. Am
Gefechtsturm soll man wohl auch irgendwann sitzen können, ist wohl angedacht. Das ist natürlich auch cool. Von daher ja, können wir uns auf Sachen freuen. Ich fand jetzt das Abernten irgendwie ein bisschen langsam, würde ich mir ein bisschen irgendwie schneller wünschen, aber ich bin da auch kein wirklicher ja, Echtzeitstrategie-Nerd, sage ich mal. Da können vielleicht andere Leute was dazu sagen. Wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, unter den Kommentaren eure Ideen, eure Wünsche zu äußern. Und ja, der Programmierer, der Entwickler wird dann mal schauen, was umgesetzt werden kann. Und ja, Feedback ist immer erwünscht. Von daher schreibt, wenn euch da irgendwas einfällt. Ansonsten von der Story her ganz cool, auch mit diesem Gott, den man da einmal ganz kurz sieht und ja, dass dann da die Orks böse ja, Tiere erschaffen und das hat mir ganz gut gefallen, hat so ein bisschen, ja, bisschen Story reingebracht, sag ich mal. Englisch-deutsche Übersetzung ist natürlich auch nicht schlecht, dass da wirklich der Text dann in Deutsch übersetzt wird. Da es ein deutscher Entwickler ist, ja, ist das natürlich fast schon Pflicht. Ja, ansonsten, ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickelt, was noch verbessert wird. Und wenn es da Verbesserungen gibt, größeres Update gibt von dem Game, werde ich natürlich auch nochmal gerne auf meinem Kanal hier zeigen. Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, was soll reingebracht werden? Ja, gebt dem Adam Feedback, damit er mal schauen kann, was er einbauen kann. Ich werde ihn auch weiterhin mit Feedback füttern. Und ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, Like raus. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ich dieses Jahr mal irgendwie auf die 1000 Abos komme. Würde ich mich echt freuen. Dann werdet ihr weiterhin so viel Gameplay hier sehen. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.